So, lieber Uli, jetzt sind wir an deinem Lieblingsplatz angekommen. Und zwar daheim. Ja, stimmt, ja. Wäre schlimm, wenn der Lieblingsplatz bei der Geliebten wäre. Es wäre dann mehr Vorstadtweiber. Ja, genau, genau. Es ist nicht irgendein daheim, das wir als Tiroler nämlich sogar kennen, aus den 90er Jahren. Es ist das alte Haus vom Bergdoktor. Ja. Und zwar das Innenmotiv. Ja, das ist halt kompliziert beim Film. Also nicht weit von hier steht das Außenmotiv. Das ist aber an einem wunderschönen Platz. Ist aber halt nur eine Kulisse. Innen ist da nichts. Und das hier war Produktionsbüro, war glaube ich auch von dem Pankraz, von dem Tierarzt, genau, die Räumlichkeiten und vom Bergdoktor. Und dann hat der Harald Krasnitzer seinerzeit am Ende der Dreharbeiten das Haus gekauft. Und ich habe es ihm jetzt vor circa einem Jahr gekauft. Uli, warum würdest du das als deinen Lieblingsplatz definieren? Das Haus hat ganz tolle Schwingungen. Das war ja wirklich mal ein Doktorhaus. Und dann hat aber auch ein Pfarrer lange drin gewohnt. Also wir lieben es. So Feng Shui-technisch auch voll gut dabei. Ja, auf Tirolerisch. Feng Shui. Feng Shui, genau. Und generell das Mieminger Plateau, man andere kommen daher, um Urlaub zu machen. Also man, ich komme daher zu schreiben. Ja. Genau. Wollen wir uns deine Schreibstube mal zusammen ansehen? Gerne. Die ist nämlich jetzt drinnen im Haus. Also trinken wir noch Kaffee schon was? Und dann gehen wir ins Haus. Okay. Wenn ich da sitze und schreibe und nachdenke, dann kann ich immer aufs Moped schauen. Das inspiriert dich dann nochmal mehr? Deshalb schreibe ich immer Motorräder in die Filme rein. Mein Sohnemann hatte mit 11, wie er Geburtstag hatte, da haben wir so alle Kinder zum Rodelfahren eingeladen. Und ich bin um die Ecke geschossen und musste mich entscheiden, Zaun oder Kinder. Und habe die falsche Entscheidung getroffen, bin in den Zaun gekracht, hatte dann dreifach das Sprunggelenk gebrochen und konnte nicht mehr nach ganz oben und dann Dachboden in mein Büro. Und musste notgedrungen hier schreiben. Und daraus ist entstanden, dass ich da geblieben bin. Weil am Schreibtisch kriege ich komischerweise Rückenschmerzen, Kreuzweh. Und wenn ich im Sessel schreibe, nicht. Und das hat sich so etabliert. Und ich habe immer alles, wie schon erzählt, im Kopf. Also ich brauche nicht große Notizen, ja, oder sowas. Das brauche ich alles nicht. Das ist alles in dir. Wenn ich hier sitze und schreibe, und dann gibt es am Nachmittag so eine Zeit, da kommt die, dann haut es mir erst mit der Pfote daher, dass sie jetzt gehen will. Und ganz radikal geht die her und klappt mir den Laptop zu. Ein Teil des Schreibens ist auch interessanterweise das Gehen. Also das wird dir jeder Autor bestätigen, dass Gehen, Spazieren gehen auch ein Teil des Schreibprozesses ist. Ja. Also es ist ganz interessant. Ich gehe sicher jeden Tag Stunde, anderthalb. Und da ist oft gar nicht so entscheidend, dass man über Schreiben redet, über die Geschichte, die man gerade schreibt. Es hilft auch oft einfach nur dieses Durchlüften und dann entstehen ganz viele Ideen. Aber ich komme eigentlich immer mit der Lösung, falls ich ein Problem gerade habe beim Schreiben, wieder nach Hause. Also das ist ja das Hochinteressantes. Und dann sprudeln so tolle Gedanken aus dir raus, wie eben die Vorstadtweiber, die auf deinem Mist gewachsen sind. Mhm. Dann hast du der Bibi Fellner, der Tatortkommissarin, das Leben eingehaucht. Und im neuen Buch Du wirst mich töten, das ist vermutlich auch darin entstanden. Wo ist Du wirst mich töten entstanden? Gute Frage. Ist auch zum Teil, wir waren in Kroatien auf Urlaub, da habe ich geschrieben. Dann hat meine Frau, ist ja aus Passau, da hat sie ein kleines Häuschen, da habe ich auch sehr viel geschrieben, aber auch hier. Ja. So, mehrere Stationen. Dein Resümee zum Buch, was würdest du sagen, war es ein toller Arbeitsprozess? Was sagst du jetzt zum Endergebnis? Vielleicht für die Zuseher ganz ein kurzes Resümee. Ja, ich glaube, das Buch habe ich in erster Linie für mich selber geschrieben, weil ich oft bei Büchern nicht so glücklich bin mit dem, was ich lese. Ja? Also ganz oft fange ich Bücher an und höre sie dann leider früher wieder auf, weil sie mich nicht mit auf die Reise nehmen. Ja?
Und dieses Buch hoffentlich nimmt einen mit auf die Reise, ja. Wollen wir ganz kurz spoilern, was entsteht zurzeit auf deinen Oberschenkeln? Es ist gerade entstanden auf meinen Oberschenkeln Muskelkater, weil ich im Garten gearbeitet habe. Aber ganz davon abgesehen, habe ich jetzt gerade Biester geschrieben. Das ist eine neue Serie für den ORF. Mhm. Und das ist auch wieder so ein Biotop aller Vorstadtweiber, wo ich ja auch in so ein Gesellschaftssumpf absteige. Und diesmal treffen aber die Armen und die Reichen aufeinander. Ja. Und die verzahnen sich immer mehr. Also ich hoffe, dass man da auch wieder so eintaucht in diesen Sumpf wie bei den Weibern. Das werden wir heuer vermutlich noch sehen. Nein, das wird heuer gedreht. Und wenn wir Glück haben, sehen wir das nächstes Jahr im Jänner. Aber wenn wir Pech haben, erst im September. Schauen wir mal, was so da draußen passiert in der Welt. Mhm. Ich glaube, ein guter Punkt, um dir nur zum Schluss einen Wunsch zu ermöglichen, ob das jetzt für deine berufliche Karriere ist, privat, für die Welt da draußen, das ist your stage. Naja, den Wunsch, den glaube ich alle haben, ist Frieden, oder? Also danach sehnen sich ja alle. Mehr denn je. Uli, vielen Dank, dass wir so intim in deine Privatsphäre eintauchen haben dürfen. Alles Liebe und gesund bleiben. Danke.